Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Goat Simulator 3 Lustige Dinge Let's Play. Wir haben jetzt gerade wieder ein lustiges Ding hier mit den, ja, der spricht über Kacke. Und hier ist überall vermisst, aber wir haben das Nashorn scheinbar schon geholt. Es ist aber nicht hier drinnen. Dafür haben wir einen coolen Rock drin. Ist das Rock Johnson? Könnte sein. Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Goat-Statue oder so. Wir werden mal kurz umschauen im Fass. Im Heu. In den Heustrohballen. Okay, hier nicht, aber ich habe etwas im Gespür, was ich vorher gesehen habe. Ich gehe mal dorthin. Ja, das ist mein Fahrzeug. Das habe ich extra gekauft. Ich werde euch gleich zeigen, wo ich das gekauft habe, dass es 100% war. Aber hier, wir haben es gar nicht gesehen, hier hinten dran. Sehr schön. 6 von 7. Also wo ist die letzte Goat-Statue hier? Ich weiß es nicht. Ich muss mich nochmals umschauen. Und ich fahre sehr schön. Ah ja, genau hier drinnen. Ja klar, hier drinnen ist die Goat-Statue. Aber darf ich mal? Da wir ja sowieso auch noch die Schanzen machen. Können wir gleich mal noch kurz die Schanzen machen. Ja, das ist okay. Einfach mal diese Schanze schon mal machen. Und wir müssen noch Pizza abliefern, genau. Ich wollte eigentlich mit dem Ding fahren, mit dem Nitro fahren. Dankeschön, dass es nicht ging. So. So jetzt. Und ja. 3 von 5 Rampen gefunden in diesem Downtown. Und hier habe ich das Auto her. Ich habe es natürlich hier gekauft. Okay, sind keine. Doch, da ist noch ein Auto hinten. Okay, cool. So, haben wir noch eine Schanze hier in der Nähe? Es muss doch eine geben. Dort ist irgendwie so eine Erdschanze. Haben wir hier hinten. Okay, da auch. Nicht explodieren, nein, nicht explodieren. Nee, es ist keine Erdschanze. Ja. Sieht nur so aus. Okay, nicht explodieren. Ja, genau, fahren Sie weiter. Schön die Ecke um. Ja, so. Ja, schön durch die Ecke. So. Wo haben wir denn noch eine Zeit? Da haben wir noch eine Chance. Funktioniert die überhaupt? Oder die ist es wahrscheinlich nicht. Da hat man zu wenig Platz. Oder vielleicht schon. Und? Nö, die funktioniert nicht. Lol, schon nicht. Man wird immer irgendwo hochgeschleudert. Es ist da oben gewesen, da war doch etwas Gelbes. Aber Bananen, okay. So, wir müssen uns Ausschau halten nach einem rosaroten Menschen. Egal Mann oder Frau, aber rosarot. Irgendwo muss hier ein rosaroter Mensch sein. Ich habe extra nachgeschaut, dass wir nicht lange suchen müssen. Aber wo ist denn ein rosaroter Mensch? Das ist nämlich der Pizzabote und dem muss man Pizza liefern. Also tun wir gleich mal kurz umrüsten, so. Weil sonst hätte ich das niemals gefunden. Seit wann sind Pizzaboten rosa? Ich hätte jetzt gedacht an Orange oder nach Braun oder Gelb. Aber doch nicht rosa. Ist das ein amerikanisches Zeugs? Also ich schaue nicht gerne amerikanische Filme oder so Serien. Also wenn es von Amerika ist, dann bin ich ein bisschen gelangweilt. Langsam. Aber ich habe jetzt hier keinen pinken. Okay, schade. Finde ich das nicht auch. Es sind viel zu viele Serien und Filme von Amerika. Eben wegen Hollywood halt. Okay, ich könnte auch Bollywood schauen oder so, aber das ist überhaupt nicht meins. Also Bollywood, wer schaut solche Filme? Ja klar, die ganze Zeit wollen irgendwie, ja, Sex haben, ne? Ja, ja. Aber wir Zocker sind nicht so, wir sind eher antisexistisch. Also die meisten. Es gibt natürlich so die GTA-Spieler, die sich noch sehr sexistisch verhalten oder irgendwelche Pornospiele-Spieler, aber die meisten, die ich kenne, reden nie über Sex fertig. Die haben ja den PC.
Das ist Sex pur. Das reicht aus. Das ist Liebe auf den ersten Blick. Ist das hier? Bist du ein Prostituiert? Ich will in Pizzaboten. Du bist doch Rosa. Also es steht, ich kann euch das gleich zeigen. Ich habe die Webseite noch offen. Ich muss da irgendwo am Hafen. Das ist doch der Hafen, oder? Was soll das denn sonst sein? Oder ist das die Werft? Oh Gott, damit. Was ist das jetzt gewesen? Weswegen bin ich jetzt umgefallen? Hey, ich wollte dich töten. Du bist doch Pizzabote. Ich weiß es. Hast du das Tor versucht zuzumachen, oder? Das packt nur hin. Immer ständig diese Box. Ah, da bist du. Ich habe schon gewundert, wo du bist. Ich habe mich schon gewundert. Also gib mir jetzt mal bitte diesen Pizzaboden. Hallo. Hallo, Arbeit. Ihr müsst doch auch mal Pizza essen. Hopp, Pizza. Ja, genau. Voll in die Tonne rein. So, wo ist hier... Weißt du, ich frage mich, wieso das alles immer falsch ist, was da steht. Also schauen wir mal kurz. Juhu, du Deliverer, Pizza, du Pizza Deliverer, Instinkt. Wie du fuck das? Privat. Devs, mit der Pizza geht, da hat der Find. Ich kann eben Find der Fucker. Und der Dux. Find der Pizza Delivery Person und gib die Pizza Delivery. Der, wenn du just shoot the Pizza dem, der ist ein Shot. Der ist Pizza Delivery und der Dux in der unten. Das ist Dux, da ist keiner. I can't find any and sort it. Look at the dogs and at the doll. Didn't find any on. I mean, so many. Sending. Well, ich sehe verstehen. There is a pizza place right in front of this fake. Da haben wir ja doch schon eine ganze Ecke geschaut. Ich frage mich, was soll das? Wieso gibt's nicht eine Lösung? Und hör auf, Feuer. Zweimal Headshot. Boing, 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 boing. Siehst du das jetzt schon wieder? Hast du mich getreten? Irgendwas ist wieder auf dem Boden gewesen oder hat mich getreten? Also hier ist irgendwo der Pizza-Grosser. Man fällt um, weil man so schießt. Du bist doch Pizza-Bote. Was nehme ich jetzt mit? Das ist meine Langhandel. Die benutze ich zum Polizisten. Geil. Oh, jetzt in ein Auto kommt. Wenn ein Auto kommt. Das ist ein Pizzabote. 100%ig? Hallo Putze, Pizzabotin. What is happening? Ja, was ist eigentlich los? Was ist denn mit der Langhorn los? Was passiert mit mir? Die ist so geil! Die ist so geil, diese Langhantel! Und diese Physik! Naja, wir wollten ja schon immer Präsidenten werden. Waren wir schon mal, aber... Nochmal! Ich kann da gerne nochmal einen Spielstand anfangen und nochmal zeigen, auf lustigere Art und Weise oder so. Gute Dinge wollen Weile haben. Hä? Schreibt mal in die Kommentare, was ich alles für gute Dinge noch machen soll. Ausprobieren soll, wenn ihr das Spiel nicht habt. Oder vielleicht habt ihr auch Ideen, wenn ihr das Spiel nicht habt. Vielleicht habt ihr irgendwo bei einem anderen etwas gesehen, was lustig ist. Was ich wiederholen soll oder so. Das dürft ihr gerne am besten in die Kommentare schreiben. Und ja... Ich habe sehr viel Spaß mit der Hand. Also schreibt mir mal, wo der Pizzabote ist. Der ist immer noch nicht hier. Und das tönt wie so ein Trauerspiel. Oh nein. Ich wollte nicht in die... Ja gut, nehmen wir halt hier auch rein. Wenn wir schon überall hinkommen, dann kommen wir auch hier rein. Ist ja klar. Hat
das fabriziert. Und wie komme ich wieder raus? So ein Mist, ich komme nicht mehr raus. Das ist auch eine unsichtbare Wahl. Ah ja, mit der Giraffe! Stimmt, mit der Giraffe kommt man immer raus. Boah. Die Giraffe. Okay. Was war denn das? Und die Giraffe kommt auch hoch. Hundertprozentig. Irgendwie kommt sie schon hoch. Ja, sie kommt wieder rein, ja. Aber sie kommt auch wieder hoch. Hallo, das Spiel ist viel zu broken. Kennt ihr das? Ich möchte einen Screenshot machen. Der gut ist. Oh ja! Screenshot gut. Gut. Was war es? Die 33? Nein, die 31. Punkt 1. So. Oh, ich stacke hier. Ich kann nichts machen, aber die Langhantel macht mit mir einen Jufen. So. Da fällt man gleich mal ins Wasser. Ja. Oh cool. Oh, ich hab einen Rettungsring. Oh, fertig geschaut. Rettungsring. Hey, hallo. Ich will wieder Rettungsring. Können wir jetzt besser schwimmen mit dem? Hallo. Der fette, dann nehme ich dich mit. So, wo ist jetzt ein Pizza-Bote? Mit der Giraffe macht es einfach immer am meisten Spaß. Giraffe ist einfach cool. Wo ist jetzt ein Pizza-Bote? Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen broken. Irgendwas ist mit der Giraffe passiert. Keine Ahnung was, aber... Hallo. Komm mit. Oh Gott, wir werden alle sterben. Was passiert eigentlich mit dem Game, ey? Das Game ist nicht normal. Wer ist das? Eine Giraffe? Eine ganz normale Giraffe. Die macht ja gar nicht viel. Die macht nicht viel anders als ganz normale Giraffen. So sind alle Giraffen. Genau so. Ah, ich hab ja noch meinen Mitarbeiter, euer Mitarbeiter. Ja. Super. Schön, schön. Was passiert mit dem Game eigentlich ständig? Was passiert eigentlich mit dem Game? Hallo? Psychische Störung, Game? Was sollen wir tun? Wir sind so weit vom Festland entfernt. Also reden wir wieder nochmal. ja. Ah, schön. Wunderbar. Also gehen wir wieder zurück. Ja, du musst da bleiben. Du hast es nicht anders verdient. Ist hier ein Pizzaboot wenigstens. Mann, wenn man einfach für manche Dinge so unnötig lange braucht, weil einfach nichts spawnt. Wenn die Games wenigstens so Sachen würden spawnen wie ein Pizzaboot, ja, aber sie machen es nicht. Das ist das Problem. Die Giraffe ist immer völlig am Aus. Eieiei. Ich nenne jetzt den Titel mal Giraffensimulator. Der Speedo da, der auch. Du kommst mal mit. Nein, nicht festhalten. Nicht festhalten. Nee, nee, nee. Hier, ein Bösewicht. Ey! Polizisten sind... Das gibt eine Strafe. Hey. Das gibt eine Strafe, ist das klar? Es kommt. Du mit. Du bist zwar nicht der Fahrer, du bist, glaube ich, der andere. Der Gegenfahrer. Da
Nein! Ein krasser Stunt. Okay. Wow. Oh, wow. Der bewirft mich einfach mit Handschellen. Das geht mal gar nicht. Jetzt kommst du dafür mit. Ja, genau. Glitsch mal oben durch. Jetzt glitschen wir hier rein. Genau! Genau das wollte ich wieder machen. Genau diesen Glitch wollte ich wieder auslösen. Aber das muss man eigentlich dort auslösen. Wieso geht's hier auch? Dort muss man das auslösen. Komm schon. Komm schon. Meine Güte. Dann ist 60 Grad rückwärts. So, wo ist jetzt der Pizzabote schon wieder? Klar. Yes, wo ist der Pizzabote? Es sollte hier ein Pizzabote sein. Und wo? Ich frag mich immer, wo? Da unten! Genau dort! Okay. Ich brauch doch nur ein Pizzabote, Pizzabote. Fleisch steht da drüben. Gehen wir zur Pizzeria und können uns teleportieren. Ja. Einfach dort nochmal versuchen. Und ja, ich muss ja die Schanzen machen, aber ich gehe ja jetzt wieder weg von der Schanze, von den Schanzen oben. Also hier in der Stadt war ja, waren ja auch eine, genau. Aber dort drüben rechts, Gutenberg, da, dort gibt es noch Schanzen. Und hier gibt es auch uns. Also gibt es hier einen pinken Mann. Nein. Der könnte zum Kegelclub eigentlich gehören, wenn er so pink angezogen ist. Doch kein Pizzabote, das weiß doch jedes Kind. Entrance! Ja. Von unten, ja. Hallo! Giraffe, aufwachen. Das ist ein Gummimensch. Ja, what the frog? Ja, wo zum Frosch ist denn eigentlich ein Pizzabude? Ey, ich will nicht immer reinglitschen. Ich sollte einfach das jetzt können. Also werden wir wieder zum normalen Schweinchen, Ziegelchen. Hier hinten haben wir auch nichts mehr scheinbar. Nö. Haben wir doch irgendwas gesammelt, aber ich weiß nicht mehr, welchen Gegenstand das war. Vielleicht ein Pizzabote hier, ja. Das ist doch ein Pizzabote. Das war kein. Nein, war ja nicht. Okay. Dann hier. Aber wieso stimmen denn die Tipps nicht, oder? Wieso ist jetzt beim Ikea kein Pizzabote? Vielleicht beim Sushi-Laden, genau. Hey, du bist doch der Pizzabote. Im nächsten Leben, hä? Gut, wow, der Tisch ist böse. Der Tisch ist sehr böse. Oh ja. Ich hab einen neuen Tisch. Ha, das ist mein Lieblingstisch. Oh ja. Schade, ist jetzt ausgepackt. Okay, suchen wir nochmals der Pizzabote. Des Teufels. Derjenige, der nie kommt. Das ist ein Pizzabote. Oh, schade. Pizzabote. Ich will doch nur diese Klamotten alle freispielen. Aua. Oh, das geht immer. Gleich ab dort.
auf der Suche nach dem bösen Pizzaboten, das sich versteckt. Ha! Hier, ja, hier. Hier irgendwo, ja genau, so. Da, genau, bei dieser Frau und bei diesem Mann, die arbeiten fürs Verkehr, also aufpassen. So. Ey, nicht da reinfahren, das wird da laufen Ziegen herum. Das ist doch ein Pizzabote. Hey, das ist ein Pizzabote. Okay. Nein, du bist nicht okay, du bist gerade durch die Wand geglitscht, auf die Decke. Und das ist 100% ein Pizzabote. Ich sag's deinem Pizzaboten. Kein Geld. Doch! Freies Geld. Ah nein, das ist eine andere Mission. Oh. Geldautomat gelückt. Okay, ich muss 500 Geld abgeben. Okay, das mache ich noch in diesem Fall. So, fertig. Du bist jetzt ein Pizzabote. Ich hab langsam die Schnauze voll von diesem Pizzabote. Es sind einfach viel zu viele. Nicht. Ich hätte gerne Pizza, Pizza, Bein. Keine gerne Pizza. Hallo. Wollt ihr auch Pizza? Ja? Alle? Alle? Wirklich? Wirklich? Alle? Okay. Ah, die Köche wollen ja Pizza, stimmt. Oh. Oh, geil. Geil, die halten alle so schön hier. Ja, oh Gott. Was macht der eigentlich? Und der Kameramann hat eine Pizza verdient. Ja, Pizza, Pizza. Geil, Pizza. Oh, voll in die Fresse. Immer schön voll auf die Fresse. Ich will doch einen Pizzaboten haben. Ist das so schwer? Vielleicht ist es okay, Pizzaboten. Die Frau. Oder die Jägerlehrerin. Jägerlehrerin. Kein Pizzaboten. Es gibt aber noch etwas anderes, was wir eigentlich kurz lesen können. Aber ich möchte nur mal kurz hinschauen. Das ist jetzt einiges vorhanden. Das ist ein Pizza. Der ist auch pink. Was eine Schweinerei! Ich bekomme keine Pizzaboten mehr. Ja, kann ich ja nichts machen. Also nochmals. Oh, nochmals Pizza. Polizisten, hä? Mann, das resettet hier nicht. Vorne? Was ist ein Stand? Du bist doch ein Pizza. Du bist ein Pizzabote. Hä? Haben wir das jetzt gelöst? Okay, und wo soll denn das sein? Wenn ich es schon gelöst habe. Das ist jetzt wirklich wieder etwas wirklich Schlechtes. Wie sagt man dem? Ja, dass es hier nicht mehr angezeigt wird, oder? Ich vermesse das über 100 Meter Länge. Das haben wir gemacht im letzten Part. Ja, wir haben es irgendwie gelöst, aber ja, bleibt es mal in die Kommentare, wann das war. Das war am Anfang, Part Anfang noch nicht so.
Okay, wir haben es irgendwie gelöst. Vielleicht doch da vor dem ich dieses vor dem Gebäude war hier. Ist überhaupt ein Supermarkt hier? Aber es stand einfach, dass man halt einfach auf das Gehege geht. Ja, dann haben wir es halt schon gelöst. Aber Hauptsache, wir können jetzt noch etwas anderes machen und das ist zwar hier in ist das Gothenburg? Das ist Gothenburg. Ab den höchsten Sprungbrett zu springen. Das habe ich eigentlich schon ein paar Mal gemacht, aber irgendwie hat sich das noch nicht so verhalten. So, das ist nämlich die obere Quest dort. Oben rechts. So, und so da ganz oben. Gut, das da. Uah. Also, tschüss. Whee! Yay, und sofort weiter. Krass. Und zwar sein. Springe auf dem Trampolin 10-mal in Folge. Und wo ist ein Trampolin? Das ist ja kein Trampolin, das ist ein Schwimmring. Finde, was sich in der Kanalisation versteckt. Das machen wir auch noch gleich, das weiß ich, wo das ist. Ja, 100% nicht, aber in der Ecke da hinten. Vor dem Wald, vor dem Hügel. Und irgendwo muss ein Trampolin sein, nur hier in der Nähe. Da kein Trampolin. Vielleicht hier. Habt ihr ein Trampolin? Hallo, Gangs. Das ist doch die Grove Street, oder? Also hier ist kein Trampolin. Forscht. Ja, genau. So ein Baum entlang. Nein, das ist das Schwimmbad. Vielleicht hier unten ist ein Trampolin. Oder sie meinen die Hüpfburg. Kann auch sein, aber ich sehe kein Trampolin gerade. Ja, danke schön, Milan. Dass du mir alle Knochen brichst. Also, hier ist doch ein Trampolin, oder? Doch, Gosh, ja. Hier ist doch auch ein kleines Schwimmbad. Hier ist das Trampolin. Ah, hier. Yeah. Sehr gut. Wunderbar. Ich dachte, ein kleineres Trampolin, aber das ist gut. Mehr Platz. Es ist einfach sehr hoch. Es kann ein bisschen dauern. Und vor allem ist es schwer abzumessen. Und wie kann man das reduzieren? Vor allem wegen den Pizzaschachteln sieht man das ein bisschen. Okay, es geht nicht mehr höher, das ist gut. Aber dennoch ist es schwer. Ja, wir haben es schon geschafft. Springe auf eine Rampe mit einem Fahrrad. Oh. Fahrradfahren. Sehr schwer in diesem Spiel. Und wo ist denn eine Rampe, wenn man ein Fahrrad hat? Ne? Suchen wir mal kurz. Also ein Fahrrad könnte hier sein. Genau, bei diesem blöden Recycling. Hier nicht. Der Clown möchte ich aber unbedingt machen. Das ist die Kanalisation. Ist doch nicht schlimm, wenn eine Ziege herumhüpft. Ich mache euch nichts. Wo ist ein Fahrrad, wenn man eins braucht? Boah. Das nervt ein bisschen, dass immer diese Sachen nicht da sind, die man braucht. Das ist doch ein Fahrrad. Ein Fahrrad. Für mich ist das ein Fahrrad. Hey, ein Fernseher. Darf ich den mitnehmen? Nicht? Ey, es wird nicht nach mir geschlagen. So, ich brauche ein Fahrrad oder die Kanalisation. Eins von beiden. Was ist mit dem Tisch hier los? Vor allem, wieso sitzt der hier so? In der Luft. Das ist ein Fahrrad. Ich wusste schon immer, dass Fahrräder so aus sind. 100%ig. Nehme ich einfach mit.
auf unsere Touren. Wir sind die Rasenmäher-Mafia. Und wir sind die Mafia, die Rasenmäher-Mafia. Kein einziges Fahrrad. Okay, hier ungefähr muss doch irgendwo das Ding sein. Hat sie eine Goldstatue, wenn das hier so versteckt ist? Da ist Öl. Der Schweizöl. Ist auch noch. Ah, das ist das. Das ist dieses Schwimmbad, das ich genannt habe. Das ist wahrscheinlich das alte Schwimmbad. Okay, dann müssen wir wieder in die Richtung gehen. Und macht Spaß, mir zuzuschauen. Hä? Diese NPCs, die schauen immer so blöd. Also einen Forscher hoch möchte ich eigentlich noch. Hä? Also erstens war ein Pizzabote nicht pink, sondern eher rot und orange. Und zweitens waren die einfach nie zu sehen. Wieso bin ich jetzt nicht mehr in der Kanalisation? Ey, das ist eine Frechheit. Wieso habe ich die Mission jetzt nicht mehr in der Kanalisation? Hey, und wenn ich hier bin, geht's nicht mehr? Ey, das ist eine Frechheit. Ich muss irgendwo anders reingehen. Oder? Wenn ich drinnen bin? Boah, ladet das lange und der Part ist leider auch schon vorbei. Ich muss irgendwo anders hin einkommen, aber wo? Jo. Also funktioniert so nicht. Wo geht's noch rein? Will ich das noch in diesen Pfad pressen? Da unten ist noch ein Eingang. Hier ist ein Swimmingpool. Und hier drinnen waren wir auch schon. Ja. Genau, das ist das mit dem Zimmer da oben. Wo ist das? Nein, es war nicht das Haus mit dem Zimmer, wo da die Ziegen drinnen sind. Ich muss irgendwie Ziegen auch noch irgendwie etwas... Ah, mit Helium, genau. Ist nicht irgendwo hier noch eine Kanalisation sein? Oder? Finde den höchsten Punkt von Suburbsville. Okay. Ist das das Dach dort oder ist das das Inkea? Ja, das ist Inkea. Also, finde die Kanalisation. Ein Fahrrad haben wir immer noch nicht gefunden. Echt keine Ahnung von der Botanik. Zu schwer irgendwie alles zu finden. Da hinten ist nichts. Pinky Winky, lala. Aua. So, ja, schwer zu sagen. Geh jetzt einfach noch kurz aufs Inkea. So, das Ikea halt. Auf jeden Fall. Möchte ich noch etwas Produktives in diesem Park kriegen? Nee. Sonst wird es ja nur alles umschauen. Eieiei. Wie kommt man wieder am besten da oben hoch? Mit dem Ball. Man kann, glaube ich, hier hoch mit dem. Ja, aber besser hoch. Hallo. Okay, ich hatte außen herum. Nein, ich probiere es nochmal. Da kann man doch irgendwie hoch. Aber wie ging das schon wieder? Da gibt es doch irgendwo. Gibt es hier nicht einen Maulwurf oder so? Howdy, Partner. Irgendwo konnte man hier hoch. Oh, ich sehe jetzt gerade keinen Maulwurf. Beiß vor dem Holzhut.
Welchen Holzfällerhut? Springe auf die Rampe. Höchsten Punkt von Superwurfswillen, okay. Also, machen wir es probieren. Was ist hier passiert eigentlich? Aber eben, es ist ein bisschen schwer, das Spiel manchmal. Es gibt keine Anhaltspunkte oder so. Ich hätte noch gehört sein. Ich schaffe das schon. Wir kommen wieder hoch. Mit der Giraffe geht es immer. Mit der Giraffe geht es immer. Immer. Fast oben. Mit der Giraffe geht es fast immer. Aber nicht ganz immer. Nein! Nein! Nochmal, komm morgen. Ja, lass mich mal. Lass mich rüber! Lass mich rüber! Dankeschön! Aua! Und jetzt anmachen. Anmachen! Ja. Das schaffen wir schon. Können ja auch kleiner werden. So. Ja, passt. So sind wir ein bisschen kleiner. Und haben einen dicken Arsch. Bin ich jetzt am höchsten Punkt? Das muss doch sein. Ah, vielleicht auf diesem Ding oben. Ja, auf diesem... Okay, hier nicht. Dann fliegen wir davon. Nein, nicht in die Richtung. Hier ist kein Sub-Ups-Level mehr. Nee. What the fuck ist das schon wieder? Ja, schade. Was ist denn das schon wieder? Wieso tut das einfach mal, jo, stattfinden, oder? Das Spiel muss ja völlig kaputt sein, von hinten bis vorne. So, also hier auf diesem einen... Drohmast, ist es noch höher? Aber wie kommen wir hier hoch? Warum ist das noch ein Sub-Ups-Well? Wir das unbedingt noch austesten können. Ja. Wir schaffen wieder nichts. Wie kommen wir hier hoch? Also wenn ich da oben bin, dann ist es trotzdem der höchste Punkt. Und Sub-Ups. Nein. Wie kommen wir so? Nein, doch nicht. Ich wette, das ist es. Das ist viel zu schwer. Nein, nicht immer durchglitschen. Nee, das ist viel zu schwer. Das ist nicht. Aber kurz mit dem Fisch hier hoch, bitte. Mann, ich hab so viel zu tun, ey. Hallo zusammen. Das ist doch der höchste Punkt. Ich hab nur Knöpfchen gedrückt. Doch höher da hinten. Wo ist der höchste Punkt von diesem blöden Kaff? Ja, wahrscheinlich ist es die Fabrik oder so. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich ist es einfach die Fabrik. Soll ich das noch zumuten? Ja, komm. Oder die Kirche da oben. Gehen wir zuerst zur Kirche. Wir sind ja schneller als Fisch. Fisch sind wie viel schneller. Ja, das ist immer nicht. Liege tot in einem Grab. Okay, der Fisch kann gleich mal tot in einem Grab liegen. Geht nicht. Cool. So. Schön Ohnmacht. Aua.
Also, bringen einen Geist dazu zu trainieren. Ja, möchte ich nicht machen jetzt. Ja, der höchste Punkt vom Brummhill-Friedhof ist ja auch klar, auf der Kirche. Aber was ist, wenn die jetzt hier drüben sind? Okay, es ist nicht der höchste Punkt, oder? Ja, gut. Hier ist auch die Mission, aber die will ich nicht machen. Ah, okay, doch, die Goat-Statue hier oben sein. Wenn wir doch schon eine sehen, dann holen wir sie auch direkt. So, wunderbar. Hier haben wir 8 von 14. Also, wo ist der höchste Ort von Goatswing und von Sabaville? Könnte schon das pinke Haus sein, das schaut mich auch immer so an. Aber meine Güte. Ja, wo ist die Kanalisation, wenn man sie so? Irgendwo ein Gullydeckel oder so? Ah, die ist wahrscheinlich beim See. Stimmt, da habe ich irgendwo mal etwas gesehen. Also wo ist das höchste, wo ist der Ort, höchste Ort in Sapperswil? Schaut, dass die Grafik hier so komisch getönt ist, weil tiefer weg ist. Also hier scheinbar nicht. Des Höheres. Der Clan vielleicht, aber da ist er nicht ins Absurde. Ich verstehe das nicht. Falsche Seite, meine Güte. Also hier auch nicht, dann gehen wir einfach noch kurz in die Kanalisation. Wenn hier eine Seite ist irgendwo. So eine WP ist sicher auch geil. Werden wir mal als Giraffe noch ausprobieren. Aber ja, es ist wirklich schwer, da irgendwas zu finden. Also wo ist hier eine Kanalisation? Ist da irgendwas Wasser fehlen? Ist wirklich keine. Hey, ich frag mich echt. Aha, noch eine Goat-Statue, sehr schön. So, 10 von 19 im Morrowind war das von der Statue gefunden. Jo. Also wirklich keine Ahnung. Ah, hier ist... Geil. Hier ist eine Abkürzung. Ich wusste, irgendwo ist eine Abkürzung, aber nicht mehr wo genau. Einfach dort reingehen und ist oben. Aber leider bin ich gerade reingepackt in diesen. So, Kreisel. Lüfter. Also. So, ist es hier. Hier oben waren wir aber schon. Keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Ich müsste wieder nachschauen. Mache ich nicht so gerne, weil ich ja nicht spölen möchte, mich auch selber. Aber echt. Keine Ahnung. Gut, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Dragobasler. Tschüss.